nur ein. So, guten Morgen und willkommen zu unserer Pitch-Präsentation von Helios. Worum handelt es sich dabei? Mit Helios wollen wir einen Crossover aus Citybuilder und Kartenspiel im Steampunk-Look bauen, indem die Spielerin eine Siedlung durch kluge Städteplanung zur Großstadt aufbauen. Kurz zu den Specs: Wir entwickeln für PC, basierend auf Unreal Engine 4. Gemoddet wird einmal mehr mit Blender. Gesteuert wird das Spiel mit Maus und Tastatur. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einen City-Builder, der sich primär an Indie- und Casual-Fans richtet. Wir bauen also kein Strategiespiel im Schlage eines Annos, sondern etwas Zugänglicheres. Das ist auch schon ein Stichwort für eins unserer drei Design-Goals. Zugänglichkeit: Wir wollen ein Spiel, was easy to learn, aber hard to master ist. Das heißt, es soll nicht darum gehen, herauszufinden, wie man das überhaupt spielt, sondern man soll sich halt im Spielverlauf immer wieder neuen Situationen anpassen müssen. Zweitens soll es attraktiv sein, das heißt, es muss ein visueller Genuss sein, gerade für Schönbauer. Mit jedem weiteren Gebäude soll ein größeres Ganzes entstehen, was einfach auch cool ist, um es sich anzuschauen. Und Langzeitspaß: Wir machen ein Endlosspiel, das heißt, wir wollen einen sehr engen Feedback-Loop haben. Man soll zu jedem Zeitpunkt wissen, was man als nächstes tun möchte, um so eigentlich komplett die Zeit um sich herum zu vergessen. Referenzen sind Titel wie Islanders, welche ebenfalls eine leichte Kartenspielmechanik drin haben, und Cliff Empire, was den Städtebau angeht. Unser Game Arc ist relativ simpel. Man startet mit einer leeren fliegenden Insel und zwei Unit Decks. Das sind Decks von Gebäuden, man wählt sich eins aus, kriegt dann diese Gebäude in sein Inventar rein und beginnt die zu platzieren. Für jedes platzierte Gebäude kriegt man Punkte. Und das Ziel ist es, all die Punktevorgabe zu erreichen, um ein neues Deck freizuschalten. Hat man nicht genug Punkte, scheitert man. Jetzt, wo liegt der Kniff dabei? Die Gebäude stehen in einer Wechselwirkung zueinander und es gibt Platzmangel. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Siedlung mit Villen baut und dann eine Fabrik dazwischen setzt, dann sind die Leute sehr unglücklich, weil das Lärm macht. Andererseits kann man natürlich auch durch kluge Planung positive Wechselwirkungen erzeugen, zum Beispiel wenn man ein Sägewerk direkt bei einem benachbarten Wald hin platziert. Was haben wir getan? Auf der Production-Seite habe ich erstmal Projektplan und Taskmanagement aufgesetzt. Wir machen einen Early Access, auf den ich noch kurz zu sprechen kommen werde. Und wir sind natürlich von Anfang an wieder auf Social Media dabei mit Devlogs, weil wir frühzeitig gucken müssen, dass wir Spieler auf das Produkt aufmerksam machen, damit die halt dann auch Bock haben, Feedback zu geben. Wir arbeiten mit Trello, zwei Boards, einmal Scrum, einmal Kanban. H.I.O. ist die Plattform unserer Wahl. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem letzten Projekt. Und ja, Facebook, wisst ihr ja, sind wir also ziemlich aktiv, da läuft schon einiges, sind wir täglich mit neuen Infos zum Entwicklungsprozess am Start. Game Design haben wir erstmal einen Product Breakdown gemacht, um überhaupt einen Überblick zu kriegen, wie viel das denn sein soll. Wir haben Decks und Units festgelegt, das heißt, welche Gruppen von Gebäuden gibt es und welche sind dann darin enthalten, welche Typen und welche Dependencies sollen vorhanden sein. Das haben wir erstmal grob definiert, das heißt, es gibt noch keine quantitativen Werte, sondern aktuell ist es einfach positiv oder negativ in der Wechselwirkung. Hier seht ihr das Product Breakdown vom Spiel, das ist eigentlich relativ überschaubar. Decks und Units sowie ihre Zuweisung und eine frühe Überlegung zu den Dependencies, wie sie dann sein sollen. Zweite Art: Haben wir erstmal die Art Direction festgelegt, zusammen halt auch mit den 3D Artists. Haben die Architektur skizziert, weil uns dieser Steampunk-Look sehr wichtig ist. Und haben Logo und Brand Identity aufgesetzt, da wir ja, wie gesagt, früh an die Öffentlichkeit auch damit gehen. Hier einige Concepts, wie zum Beispiel so ein typischer Wohnblock aussehen könnte. Eine Fabrik. Oder ein Arbeiterquartier, hat hier auch immer so typisch diese Kamine und so weiter, alles was halt Steampunk auch ausmacht. Im 3D-Bereich wurde das, was wir in der Art Direction hatten, halt auch geprüft, ob wir das so umsetzen können, da wir auch ein hohes Gebäudeaufkommen haben werden. Wir haben eine Asset-Liste erstellt, wie viel das denn sein soll. Und wir testen Trim-Sheets. Wir hatten bei unserem letzten Projekt ziemliche Performance-Probleme, gerade in Gebieten mit vielen Gebäuden. Trim-Sheets sind ein guter Weg, dass mehrere Objekte eine Textur teilen können und wir so die Anzahl Draw-Calls reduzieren, damit wir dieses Problem nicht wiederholen. Die Art Direction wurde, wie gesagt, mit Referenzbildern gemacht und in Kategorien eingeteilt. Hier sieht man
die Asset-Liste. Und das ist ein Beispiel für eigens erstellte Texturen mit einem Trim Sheet, die halt dann auf mehrere Objekte angewendet werden können. So, auf der Coding-Seite, Maus- und Keyboard-Input sind drin, klar, man muss selber auch erstmal spielen können. Es gibt bereits die Unit Selection und man kann Gebäude platzieren auf allen Flächen, egal welcher Höhe, solange sie flach ist, aber das ist auch eine Regel vom Spiel, die so bestehen bleibt. Und wir haben die Dependencies eingefügt, das heißt, die Gebäude checken in ihrem Radius, ob da ein anderes Gebäude ist, was positiv oder negativ reagiert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir zeigen euch das gleich mal beim Prototyp. Robert ist am Start und zeigt uns mal, wie das grob abläuft. Wir haben hier eine wunderschöne Karte und er platziert erstmal ein Haus. Das Haus alleine ist kein Ding. Vielleicht noch ein zweites Haus hin und man sieht jetzt, dass das andere Haus drei Punkte aufs Konto gibt. Zu den jeweiligen drei Punkten, die man schon hat. So summiert sich das dann weiter. Im fertigen Spiel wird man natürlich einen Zähler haben und auch sehen, wie viel man braucht, um weiterzukommen. Und jetzt platziert er mal eine Fabrik. Man sieht, jedes Haus fügt drei weitere Punkte hinzu. Wir kommen auf einen Gesamtpunktestand von 9, der sich daraus ergibt. Und hier der weitere. Hat man vielleicht einen Markt irgendwo. Ja, Märkte sind ja auch schön. Man sieht, also die Häuser mögen den Markt auf jeden Fall. Das minus 10 zum Beispiel, was ihr da gesehen habt, ist eine negative Dependency. Also das heißt, ich sehe beim Platzieren sofort, welche Auswirkungen das hat. Na, ich muss mir das nicht erst irgendwie merken. So. Ja, ich glaube, das passt. Das ganze Feld super. Super, danke. Dann machen wir noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Zu Gate 1 wollen wir einen Prototyp mit dem kompletten Core Game Loop haben. Was heißt das? Das heißt, man muss auch noch Decks auswählen können und dann, wenn man eins gewählt hat, werden die Gebäude ins Inventar geladen. Also zum Beispiel Arbeiterdeck, da kommen halt die Wohnhäuser und die kleineren Gebäude oder ein Block. Wir wollen exakte Dependencies haben, also nicht mehr nur positiv oder negativ, sondern mit Zahlenwerten. Und natürlich auch einen Fail-State. Einen Win-State wird es natürlich nicht geben, weil es bleibt ein Endlosspiel. Und wir möchten ein grundlegendes Tutorial haben, das hat einen guten Grund. Nämlich, ab Woche 4 ist es angedacht, dass wir einen Early Access starten über HIO, um frühzeitig Community-Feedback zu kriegen, das über das GA-interne QA-Thema hinausgeht. Dazu brauchen wir einen Blockout-Level und erste Einheiten. Die Mechaniken müssen funktionieren und man muss halt auch scheitern können, damit uns die Leute sagen können, ist zu leicht, ist zu schwer oder macht halt einfach noch gar keinen Spaß. Wir wollen dann auf das Feedback eingehen und mit der Community auch arbeiten bis Woche 7. Da soll Gameplay-Balancing passieren und zu diesem Zeitpunkt soll auch die erste Produktion auf Hochtouren laufen, damit das Ganze auch schön wird. Ab Woche 8 ist Sperre für sämtliche größeren Änderungen, das heißt Polish, primär Performance, Bugfixing und auch UI-Polish, weil es ist halt schon sehr wichtig, dass man auch, wenn man so ein Icon anklickt, ganz klar weiß, was baue ich da, was kriege ich, welche Auswirkungen hat es. Und klar, zum Goldmaster, Woche 9, fertiges Spiel, Retail-DVD-Case, Pressemappe, Trailer, all das, was die Games Academy von uns haben will. Mit diesem kurzen Ausblick bitte ich mein Team nach vorne. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wer ein Interesse hat, wie gesagt, hier unsere Links. Man kann frühzeitig, wir werden auf beiden Seiten sehr aktiv sein und frühzeitig informieren, was wir tun.